Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Frank Buflepp und ich bin Apotheker aus Leidenschaft. Ich werde immer mehr gefragt, pflanzliche Arzneimittel, wie stehst du dazu? Und ich habe heute mal ein Video gemacht mit den 10 am häufigsten nachgefragten pflanzlichen Arzneimitteln. Und ich möchte gerne wissen, sind alle dabei, die dich interessieren? Schreib auf jeden Fall unter die Kommentare und ich gebe dir ein paar Tricks und Tipps, worauf du achten solltest bei pflanzlichen Arzneimitteln. Dann fangen wir an. Wichtig ist, guck genau, was auf dem Arzneimittel draufsteht. Bei dem pflanzlichen Produkt, das du einnimmst, sollte der richtige Droge-Extrakt-Verhältnis draufstehen. Einen sogenannten Extrakt ist sehr, sehr wichtig, weil nur wenn der Wirkstoff aus der Pflanze wirklich extrahiert wird, richtig rausgezogen wird mit der richtigen Mischung, kann auch der Wirkstoff, der für dich oder für das Präparat wichtig ist, überhaupt reinkommen. Das bedeutet, ist denn überhaupt der richtige Bestandteil der Pflanze in dem Präparat drin? Zum Beispiel bei Baldrian ist es so, dass da die Wurzel wichtig ist und wenn du da aber nur Blüten oder Blätter drin hast, dann hast du nicht die Wirkung, dann könntest du das Geld sinnvoller investieren. Deswegen solltest du bei den Präparaten darauf achten, sind da genaue Angaben zum Droge-Extrakt-Verhältnis. Ist das wirklich ein Extrakt, was du einnimmst, dass es standardisiert ist oder ist es irgendein Pulver, wo du sagen kannst, okay, da macht es Sinn, was anderes zu kaufen. Das ist der erste Punkt, der wichtig ist. Schau dir genau das Produkt an, was du kaufst, sonst macht es keinen Sinn. Dann fangen wir an und da gehen wir gleich in die Vollen. Die ersten zwei Produkte sind die sogenannten darmpflanzlichen Arzneimittel. Hierzu zählt erstens Leinsamen und zweitens der indische Flohsamen. Wichtig ist, dass diese beiden Formen unbedingt geschrotet werden müssen, weil nur dann wirklich die Öle und die Schleimstoffe rauskommen, die für die Wirkung verantwortlich sind. Beim Leinsamen kannst du es wunderbar in Müsli einbringen oder ganz, ganz wichtig ist, dass du es auf jeden Fall mit viel, viel Wasser zu dir nehmen solltest. Genauso beim indischen Flohsamen, da ist es sogar bei Reizdarmsyndrom oder bei Colitis ulcerosa eingesetzt. Hier wichtig, wenn du zu wenig trinkst, dann wirkt es nicht so, kann es sogar Verstopfung führen. Deswegen, um die richtige Bodybuilder-Funktion für den Darm zu bekommen, brauchst du die Leinsamen und indischer Flohsamen in geschroteter Form mit viel Flüssigkeit. So, der dritte Punkt, Ingwer. Pflanzliches Arzneimittel wird immer mehr in Nahrung verwendet. Es ist appetitanregend, erhöht die Magensäure, aber was die wenigsten wissen, es hilft unglaublich gut auch bei Reiseübelkeit. Bei Reiseübelkeit sehr, sehr gut wirksam und das ist wirklich ein Punkt, weil das hat den Vorteil des Pflanzlichen gegenüber dem chemischen Stoff, dass es nicht müde macht. Also Ingwer wirklich gut in Vorbeugung von Reisen. Dann das pflanzliche Produkt für die Frau, der sogenannte Mönchspfeffer, ist für die Frau bei Regelblutungen und so etwas sehr, sehr gut, aber auch bei PMS wirklich ein absoluter Geheimtipp für die Frau. Kommen wir zum fünften Punkt, Thema Schmerz. Die afrikanische Teufelskralle, aber auch die Weidenrinde sind sehr gut entzündungshemmende pflanzliche Arzneimittel. Die hemmen die Entzündungen und werden bei Arthrose oder bei Rückenschmerzen sehr gerne genommen. Wichtig zu wissen ist, bei Teufelskralle sowie bei Weidenrinde, es ist kein Schmerzmittel an sich. Du hast nur, wenn du es langfristig einnimmst, einen Benefit. Es ist also kein Akutpräparat. Das heißt, afrikanische Teufelskralle, Weidenrinde bei Schmerzen wirklich sehr, sehr gut. Dann der sechste Punkt, eines der potentesten pflanzlichen Arzneimittel, wenn du es als Extrakt einnimmst. Das sogenannte Stimmungsaufheller. Der Stimmungsaufheller Johanniskraut. Johanniskraut kann man sogar verordnet bekommen bei Depressionen. Das heißt, es ist wirklich eine starke Wirkung. Bei einer Einnahme solltest du darauf achten, dass du sehr sonnenempfindlich wirst. Das heißt, wirklich mit 50 plus einschmieren. Und verschiedene Arzneimittel, so bei der Frau die Pille, wirken, wenn du Johanniskraut einnimmst, nicht so gut. Das bedeutet, wenn du es einnimmst, musst du darauf achten, dass die Wirkung noch ausreichend ist. Und zweitens, wenn du es absetzen solltest, dann ist das Arzneimittel, was du zusätzlich einnimmst, in einer viel, viel höheren Konzentration da. Das ist ganz wichtig zu beachten beim Johanniskrautpräparat. Dann, siebter Punkt, Gebirgseinika. Wird schön als Cremes und Gele genommen für Prellungen, Verletzungen jeglicher Art. Wichtig, Arnika nur auf die gesunde Haut aufzutragen. Bei verletzter Haut kann es sehr starke allergische Reaktionen auslösen. Deswegen bei Prellungen, Zerrungen, Arnika-Fluid wirklich gut, Gebirgseinika sehr gut getestet.
Jetzt kommen wir zu achtens, Ginkgo, Ginkgo biloba. Eines meiner Favoriten habe ich selber genommen, als ich vom Staatsexamen stand und lernen musste. Was macht Ginkgo? Ginkgo ist sogar zugelassen in den Leitlinien bei Demenz, bei Demenzformen, und es verursacht, dass wir eine stärkere Sauerstoffversorgung ins Gehirn bekommen, in die Mitochondrien bekommen, und man kann wesentlich fitter denken. Das heißt, Ginkgo, wirklich ein Geheimtipp, richtig wichtig ist, dass es das richtige Präparat ist. Nur das richtige Präparat bei dem Ginkgo hilft auch, sonst brauchst du Ginkgo nicht nehmen. Also da darauf achten, Ginkgo muss es das richtige Präparat sein, dann hast du für die geistige Fitness ein sehr, sehr, sehr gutes Präparat. Der neunte und vorletzte Punkt ist die Mariendistel, ist für die Leber sehr, sehr wichtig, für die Leber, verfettete Leber, ein sehr, sehr gutes pflanzliches Arzneimittel. Das heißt, wenn deine Leberwerte nicht gut sind und du etwas Protektives machen möchtest, die Mariendistel wirklich eine richtig gute Alternative. So, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, das ist der Baldrian, Baldrianhopfen, der auch wirklich nur in der richtigen Form und standardisiert sehr gut wirksam und bei leichten Schlafstörungen einfach mal indiziert. Warum? Warum ist es auch so gut, einfach mal auszuprobieren, Baldrian? Weil du davon nicht abhängig wirst. Du hast, wenn du es absetzt, keinerlei Entzugssymptomatiken. Und deswegen ist Baldrian bei leichten Schlafstörungen sehr, sehr gut. Wichtig, ungefähr eine Stunde vor dem Schlafengehen einnehmen. Und es ist der Gegenspieler von Koffein. Das heißt, das solltest du noch wissen. Hat dich das jetzt interessiert oder hast du noch irgendwelche pflanzlichen Arzneimittel, die dich interessieren, die hier nicht dabei sind? Dann schreib mir unter den Kommentare. Ich freue mich auf dich. Dein Frank. Mach's gut.